Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Motion 5 Tutorial bei SG Digital Media hier auf dem YouTube-Kanal von SG DVD. Heute geht es um den Motion 5 Explosion Text und da wollen wir auch gleich anfangen. Ich wähle einen Text aus. Am besten wählt ihr recht starke Schriften aus, wie zum Beispiel hier im Format den Impact und hier möchte ich jetzt einfach mal Explosion eingeben, so wie ihr es von meinem kleinen Video kennt. Und wähle einen Wert von etwa 245, setze den Text mittig. In den Eigenschaften gehe ich auf Zurücksetzen und über mein Transformationswerkzeug ziehe ich die ganze Geschichte noch in die Mitte. Was wir jetzt erstellt haben, ist eine Textgruppe. Diese nenne ich dann auch einfach mal so. Und danach erstellen wir eine erneute Gruppe. Diese nennen wir am besten gleich mal Partikel. Und was wir dann als nächstes brauchen, ist ein Kreis. Den Kreis ziehen wir mit gehaltener Shift-Taste, damit er rund bleibt, und lassen zuerst die Maustaste und dann die Shift-Taste los. So bleibt unsere Form rund. In der Form, wenn ich einmal so in die Geometrie reinschaue, habe ich mit etwa 12, 10, 12 einen relativ guten Wert bei einer Schriftgröße von 245. Und auch hier gehe ich in die Eigenschaften und setze diesen zurück. Zuvor möchte ich euch noch kurz etwas anders zeigen. Wenn wir jetzt hier in den Stil gehen und ich eine Farbe wähle und ich eben die wähle, die ich schon mal bei meinem ersten Versuch und Text gewählt habe, eben aus dem Video, wo ihr kennt, und jetzt einen Klon mache, dann kann ich euch mal kurzerhand zeigen, wofür so ein Klon noch ganz gut ist. Also grundprinzipiell alles, was ihr an Farben in euren Original ändert, ändert sich dann praktisch auch in dem Klon. Das seht ihr, wenn ich jetzt hier orange anwähle, dann wird das Ganze orange, und wenn ich dann grün anwähle, wird auch der Klon eben grün. Das gilt auch grundprinzipiell für Formen. In einer Sache sind sie sich nicht gleich, und zwar in dem Moment, wo ich jetzt mein Original auf 0 setze oder beziehungsweise zurücksetze, geht der Klon eben nicht mit, also das zählt nicht für Positionswerte, um das auch einmal vorgeführt zu haben. Wenn ich nun meinen Kreis erstellt habe, gehe ich aber noch her und möchte hier noch ein Auslaufen hinzufügen von etwa 14. Ich kann das hier oben einmal sehr gut sehen, wenn ich hier den Text verdeckt habe, oder ich kann natürlich eben meinen Text kurz ausblenden. Die Partikelgruppe wähle ich dann an und gehe hier unten auf Partikel Emitter erstellen oder drücke den Buchstaben E auf meiner Tastatur, um eben Partikel zu erstellen. Es macht sich dann eben die Emittergruppe auf und ich möchte jetzt hier die Möglichkeit vom Bild nutzen. Ich möchte hier eine zufällige Füllung nutzen. Ich möchte das 3D nutzen. Gehe hier auf die Entstehungsrate auf 0. Die Lebensdauer setze ich jetzt mal hier in meinem Fall etwa auf 3. Und die Geschwindigkeit setze ich ebenfalls auf 0. Wenn wir jetzt uns das einmal anschauen, sehen wir, dass hier eigentlich keine Entstehung mehr da ist. Und wir nehmen unseren Text und ziehen diesen hier in das Ausgangsbild rein. Wenn wir jetzt unsere Anzahl hier erhöhen, dann sehen wir, dass unser Text hier aufgefüllt wird mit unseren Partikeln. Da wir jetzt ein bisschen zu groß gewählt haben, können wir das Ganze jetzt hier einmal ein wenig runter skalieren. Ich gehe mal hier etwa auf 50% und wähle noch das additive Füllen an. Das additive Füllen hat einfach den Hintergrund, dass hier, und das habt ihr mit Sicherheit gesehen, eben die Helligkeit hinzugefügt wird.
Und wenn wir jetzt hergehen und einmal die Anzahl der Partikel erhöhen, dann seht ihr sehr gut, dass hier jetzt einmal der Text relativ gut ausgefüllt wird. Für mich sind die Partikel noch ein wenig zu groß und ich wähle hier sogar noch einen kleineren Wert von 36. Das ist auch ein bisschen eine Geschmackssache und eine Anpassungssache. Wir können hier sehen, wenn wir natürlich zu klein werden, müssen wir mit noch mehr Partikeln auffüllen. Im Endeffekt wären das hier etwa so 3000 werden, um einigermaßen einen guten Effekt zu kriegen. Wenn wir aber so einen hohen Wert wählen, werden wir in unserer Weiterarbeit dementsprechend stark behindert, weil das einen massiven Aufwand für unseren Rechner bedeutet, von der Verarbeitung her. Und was wir deshalb machen, ist einfach auf eine Zahl von 300 zurückgehen. Und wir können aber natürlich gerne hier das Ganze nachher noch ein bisschen einstellen, falls wir das Gefühl haben, das passt nicht ganz. Wenn wir jetzt einmal die Zeitnadel unten bewegen, sehen wir, dass wir erstens mal keinen Ablauf haben, also keine Bewegung aufgrund dessen, dass wir die Geschwindigkeit weggenommen haben. Das ist aber auch nicht notwendig. Wir setzen die Geschwindigkeit auf 0 und nutzen für diese 3 Sekunden eben ein Verhalten. Und das findet ihr unter Simulation zufällige Bewegung. Mit der zufälligen Bewegung bekommen wir jetzt eben eine Bewegung in die Partikel. Und da wir ja möchten, dass wir zur Kamera bedient werden, bewegen wir auch hier eben bzw. klicken das Z an und gehen hier auf eine Stärke von etwa 250. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt eine Bewegung kreiert. Warum ich den Wert 250 gewählt habe, werde ich euch auch ebenfalls verraten. Das hängt damit zusammen, wenn ich jetzt hier einen kleineren Bewegungswert oder einen anderen Stärkewert setze, dann könnt ihr sehr gut sehen, dass bevor die 3 Sekunden ablaufen, dieser Rahmen hier eben nicht aus dem Bild kommt und die Bewegung relativ gering ist. Deswegen wählen wir eben einen Wert von ca. 250, sodass wir auf unsere HD-Stärke kommen und unsere Bildgröße. Wenn wir dies gemacht haben, gehen wir her und erstellen eine neue Gruppe, indem wir das Plus hier betätigen. Und diese Gruppe nennen wir jetzt Nullobjekt. Dieses Nullobjekt dient dazu, dass wir diese Partikel ein bisschen geordneter bewegen können. Und dazu wählen wir ebenfalls wieder ein Kreiswerkzeug, halten auch hier die Shift-Taste gedrückt, ziehen einen ja, relativ schönen großen Kreis hin. In den Eigenschaften gehen wir hier ebenfalls auf Position zurücksetzen und gehen anschließend in der Form her und wählen hier die Kontur und lassen die Füllung außen vor. Des Weiteren werden wir in den Eigenschaften unter der Rotation den Winkel verändern auf 90 Grad. Und jetzt sehen wir natürlich nicht genau, wo unser Kreis ist. Da nutzen wir wieder einmal unsere Kamera, wechseln zu 3D. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, dann sehen wir sehr gut, indem wir das Werkzeug hier oben verwenden, wo unser Kreis im Moment sitzt. Aufgrund der Verhaltenswerte, die wir ihm jetzt gleich zuweisen werden, möchte ich ganz gerne, dass der Kreis relativ weit zurückgesetzt wird und zwar ziemlich genau an den Anfang bzw. an die Kante, an die hintere Kante von meinem Text und den Partikeln. Wenn ich das gemacht habe, füge ich meinem Kreis ein Verhalten zu. Das findet ihr unter einfacher Bewegung. Und zwar das Verhalten werfen. Wenn ich mein Verhalten hinzugefügt habe, öffne ich hier die Geschwindigkeit und wähle ausschließlich
den Z-Wert mit einem Wert etwa von, ja, sagen wir einmal 60. Wenn wir jetzt die Zeitnadel bewegen, sehen wir zwei Dinge. Zum einen mal der Kreis bewegt sich nach vorne in Richtung Kameraposition. Und zum anderen mal kommt hinzu, dass die Partikel sich in allen Himmelsrichtungen bewegen. Und auch das wollen wir unterbinden. Wählen wir also erneut den Kreis an und fügen eine erneute Simulation zu. Und das nennt sich Abstoßen. Unter Abstoßen haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten und würden hier die Auswahlmöglichkeit bestimmte Objekte auswählen und wählen ebenfalls den Parameter Z und setzen nun unsere Partikel, ja, nicht die Emitter, sondern die Partikel ein auf bestimmte Objekte. Wählen hier etwa einen Wert von 60. Und hier bei dem Bewegen wählen wir etwa einen Wert von 1. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, dann sehen wir, dass jetzt die Partikel tatsächlich nach vorne geschoben werden und nicht mehr ganz so unkoordiniert durch die Gegend fliegen. Das heißt, wir haben wirklich einen Effekt zur Kamera. Wenn wir das gemacht haben, sind wir eigentlich schon fast mehr oder weniger durch. Mit einem Doppelklick hier oben komme ich jedes Mal zurück auf meine aktive Kameraposition. Wobei ich diese Werkzeuge nicht im Aufnahmemodus verwenden sollte, um das nebenbei mal zu erwähnen, da diese natürlich dann übernommen werden, diese Werte, wenn ich dann zusätzlich meine Zeitnadel bewege. Wenn ich nun hergehe und hier der Geschichte noch eins erwähnen möchte, und zwar haben wir jetzt hier 3 Sekunden lang eine volle Partikelanzeige und die Partikel brechen hier bei 3 Sekunden total ab. Um das zu verhindern, möchte ich in die Emittergruppe und gehe hier auf die Deckkraft, wähle hier an der rechten Seite das Farbfeld ein neues hinzu, indem ich hier einmal mit der Maus reinklicke. Wähle dieses dann mit der rechten Maustaste an und nehme hier ein Feld, nämlich schwarz. Was ich nun hinzugefügt habe, ist ein Auslaufen. Und zwar diese Farbwiederholung, die hier dargestellt wird, ist gleichzeitig der Zeitfaktor für die Lebensdauer. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zeitnadel bewege und ihr könnt ihr sehen, vorhin hatten wir bei 3 Sekunden einen absoluten Abbruch, haben wir hier bei 3 Sekunden ein Auslaufen. Und das sieht natürlich um einiges eleganter aus. Um jetzt hier zu sagen, den Effekt mehr oder weniger zu vervollständigen, müssten wir hier einmal die Gruppen komplett markieren und mit dem Buchstaben I einen Inpunkt setzen bei 2 Sekunden circa. Das ist natürlich euch überlassen, welche Zeit ihr hier ganz gerne nehmen wollt. Was ich jetzt nicht gekürzt habe, ist natürlich die Textgruppe. Das hat auch eben den Hintergrund. Das möchte ich euch jetzt vorstellen. Das ist zum einen mal, möchte ich an dieser selben Position jetzt die Textgruppe kürzen. Das mache ich dann, indem ich vielleicht noch einen Frame weitergehe, indem ich die rechte Pfeiltaste bewege und dann den Buchstaben O drücke, damit der Text noch ein wenig hineinlaufen tut, eben ein Frame. Und was ich nun habe, ist auch hier mit dem Buchstaben O das Ende eben ein Frame weitergesetzt zu haben. Wenn ich nun hergehe und in dieser Textgruppe einmal einen Verhalten hinzufüge, beziehungsweise als erstes mal den Filter, weil es mir die Arbeit ein bisschen vereinfacht, und hier unter Glühen jetzt den Filter über Strahlen anwende, dann kann ich jetzt hier diesen Text eben sehr gut ein wenig heller werden lassen und damit wird auch die Außenkante von dem Text ein bisschen breiter.
Was ich zuvor natürlich haben möchte, ist annähernd eine Farbe vom äußerlichen Rahmen wie diese Partikel. Das mache ich, indem ich einfach auf meinen Text gehe, den Text anwähle und dann im Stil mir eine Farbe raussuche. Nicht unbedingt genau dieselbe wie jetzt bei den Partikeln, sondern vielleicht einfach auch ein relativ helles Blau. Und wenn ich das gewählt habe, sieht natürlich mein Text im ersten Moment mal blau aus. Das macht aber überhaupt nichts, weil ich über meinen Filter überstrahlen das Ganze jetzt ein wenig korrigieren werde. Und zwar machen wir das folgendermaßen. In der Stärke der Helligkeit werden wir nachher zunehmen. Was wir als erstes mal brauchen, ist den Schwellenwert erstmal ein Stück weit zurücksetzen. Da sind wir mit einem Wert, sage ich mal, von etwa 50 ganz gut bedient. Durch die Stärke ziehen wir jetzt uns einen leichten Rand eben mit hinzu. Und durch die Helligkeit können wir das Ganze noch ein wenig verstärken. Ich hoffe, ihr könnt das auf YouTube soweit ganz gut erkennen. So. Den Schwellenwert werden wir uns zunutze machen, indem wir hier noch ein bisschen weißen können, indem wir nachher den Schwellenwert noch ein bisschen weiter nach unten ziehen und das Ganze noch breiter gestalten und mit der Stärke noch ein bisschen nach oben gehen, um auch hier den äußeren Rand dann noch ein bisschen breiter gestalten. Wir lassen mal hier etwa den Wert 16 und gehen nachher auch in der Helligkeit vielleicht noch ein Stück weit hoch. Das heißt, wir werden jetzt hier Keyframes setzen. Natürlich achten wir bitte darauf, dass die Zeitnadel auf 0 sitzt und werden hier diese Sache bis zum Ende ziehen. Also wir gehen auf unsere Endposition von der Zeitnadel und ziehen jetzt hier den Schwellenwert etwa auf 45, vielleicht sogar auf 40. Das muss man dann natürlich ein bisschen im Auge behalten. Hier gehen wir etwa auf 25 und die Helligkeit ziehen wir etwa auf 85, 86 etwa. Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Wenn ich mir jetzt meinen Text so anschaue, bin ich mit der Farbe noch nicht ganz zufrieden. Wir können hier nochmal in das Blau gehen und wählen hier noch ein bisschen ein helleres Blau. Jetzt wirkt das Ganze natürlich ein bisschen harmonischer mit den Partikeln. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, dann sehen wir, wenn wir die Zeitnadel bewegen, dass der Text natürlich sich ein wenig aufbäumt. Das ist deswegen recht interessant, weil dieser Text natürlich auch explodieren soll. Und dadurch soll die ganze Geschichte natürlich erstmal einen Spannungsaufbau kriegen. Wenn ich das jetzt gemacht habe, kann ich auf meine Textgruppe gehen und wähle hier noch ein Hinzufügen vom Ein- und Ausblenden hinzu. Dieses Einblenden brauche ich mal gar nicht und setze den Wert für die Dauer des Einblendens auf 0 und hier den Wert etwa auf 3. Natürlich sieht das im ersten Moment mal nicht besonders schick aus. Deswegen wähle ich jetzt auch keine Gruppe aus, gehe mal hierher, setze dann unten, indem ich ohne etwas ausgewählt zu haben, unten einmal in die Zeitleiste klicke ich einmal herein und wähle den Buchstaben I. Somit wirft sich hier ein dunklerer Bereich auf, ein Schatten. Das ist der Bereich, der jetzt nachher eben gerendert wird. Und das gleiche mache ich etwa auch hier. Wir haben etwa eine Laufzeit von jetzt 5 Sekunden, da wir 3 Sekunden Partikelzeit haben und habe ebenfalls nicht ausgewählt und drücke dann O. Das können wir natürlich genauso nachher wieder aufheben, falls wir dann das komplette Projekt sehen wollen. Wenn wir nun hergehen und den Kreis noch ausblenden, dass der endlich verschwindet, haben wir natürlich unser Ziel erreicht, weil niemand will diesen Kreis sehen. Und jetzt gehe ich auch mal in die Ermittlergeschichte nochmal rein und wähle jetzt hier einen Wert von etwa 3000. Ich kann mal so ein bisschen mit meinem Zeiger nach vorne gehen, um zu schauen, ob der Text soweit ausgefüllt wird. Und wie wir sehen können, sieht das nicht sonderlich gut aus. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich will noch mehr Partikel und gehe dann hier auf eine höhere Anzahl, was durchaus schick aussehen kann.
Oder ich gehe eben hierher und gehe dann hier noch ein bisschen auf Skalieren, um das Ganze ein bisschen noch zu vergrößern. Muss natürlich aufpassen, dass wenn ich das zu groß ziehe, eben nicht sonderlich mehr gut aussieht. Deswegen gehe ich hier noch auf einen Wert von 4000 Partikeln. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich an den Anfang und drücke die Taste Kommando und R, um hier einmal eine RAM-Vorschau zu gewährleisten, dass die einigermaßen sauber abläuft. Und wenn ich das getätigt habe, kann ich mit der Leertaste hier mal starten und schauen, ob ich hier so halbwegs einen ordentlichen Effekt habe. Was mir nicht so gut gefällt, ist im Moment noch dieser Übergang vom Text zur Explosion. Und deswegen gehe ich her und ziehe das Ganze, die Textgruppe noch einen Frame weiter. Ich kann das natürlich auch nochmal über das Ein- und Ausblenden steuern. Und drücke nochmal Kommando R, um mir diesen Bereich nochmal anzeigen zu lassen. Nun bin ich mit dem Ergebnis, so wie sich der Text entwickelt, soweit zufrieden. Es ist auf ein Aufbäumen da. Und ein Spannungsaufbau und der Übergang sieht jetzt eigentlich soweit auch ordentlich aus. Man könnte das eventuell noch ein bisschen feiner gestalten. Und wir können auch noch hergehen und zum Beispiel die Partikel noch ein Stück weit größer skalieren. Wir können hier über den Kreis natürlich noch verschiedene Formen der Explosion hervorrufen. Das ist dann aber reine Geschmackssache. Und ich denke, das dürfte mal ausreichend sein, um euch eben hier zu zeigen, dass ein Text eben auch explodieren kann. Wie in meinem Video schon mal beschrieben, ist das Ganze nicht auf meinen Mist gewachsen. Das kommt von Mr. Neil und das hat man schon zu Zeiten von Motion 4 gemacht. Also der Trick ist nicht sonderlich neu. Unter Motion 4 war es vielleicht noch ein kleines bisschen anders, weil es da zum Beispiel auch den Filter überstrahlen gar nicht gegeben hat. Faktum ist, ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, das mache ich nicht, das wisst ihr eigentlich auch. Und es ist auch so, ich habe euch schon mal gezeigt, wie ein Text zum Beispiel zum Partikelausbrechen gezwungen wird. Und glaube ich, was ist das, Kreativtext, Partikel oder sowas. Wer sich für sowas interessiert, kann sich natürlich auch gerne mal dieses Video anschauen. Das ist dann wirklich ausschließlich auf meinen Mist gewachsen. Und da kann ich mich auch mit meinen Federn natürlich dementsprechend schmücken. Es gibt noch viele weitere Arten, einen Text explodieren zu lassen. Das ist eben die, die am häufigsten eigentlich angewendet wird, auch wenn sie für Mac einen Haufen Arbeit bedeutet, aufgrund von der Rendergeschichte. Aber sie sieht verdammt gut aus und sie macht auch wirklich was her. Nun, jetzt wisst ihr auf jeden Fall für die Zukunft, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder weiterhelfen können und ja, vergesst nicht einen Daumen hoch zu machen, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer gute Bilder und einen satten Sound. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Tutorial.